Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder und wir sind hier bei Borderlands. Oha, oha, oha. Oh, hier ist Luft. Ach, hier unten ist die drinne. Alles okay? Toll. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Janie Springs, Schrotthändlerin. Und du? Wilhelm. Dein kybernetisches Auge gefällt mir. Und dein Bart. Und was machst du hier? Wir wollen zurück auf die Helios-Station. Aber hier ist irgendwo ein Störsignal. Das müssen wir vorher deaktivieren. Ein Störsignal? Davon habe ich hier noch nichts bemerkt. Versuch doch mal in Concordia. Ist eine kleine Stadt, die von so einem Typen namens Byriff beherrscht wird. Da kann dir sicher jemand helfen. Um die Reise zu überleben, brauchst du ein O2-Kit. Wir nennen sie Oskits. Ich habe in der Nähe ein paar kaputte eingelagert. Ich kann sie für dich reparieren. Selbst wenn du nicht so der atmende Typ bist, wirst du froh sein um ein Oskit. Geh zu diesen Koordinaten. Räum dort auf. Ach, da kann ich jetzt hier hin und her. Ah, okay. Okay, okay, okay. Schnellreise, okay. Funktioniert doch schon recht gut, ja. Ich muss sagen, seit ich das jetzt eingestellt habe, also wenn ihr komische Geräusche nebenbei hört, das ist dann, wenn ich gerade dampfe. Aber ich, da haben wir die Automaten. Ich suche gerade, ob ich hier irgendwo Waffen kaufen kann. Ich würde gerne eine bessere Waffe haben wollen, tun. Würden wollen ich. Weil die Schrot würden sie mir tierisch auf den Puffer hier. Ich hätte ja eine schöne Automatikgewehr oder sowas. Ja, ich soll da hingehen und aufräumen. Okay, also gehen wir dahin und räumen auf. Da ist Luft. Ich werde mir mal die Luft hier aktivieren. Badass! Feuer bereit machen! Dieses Gebäude war mal heil und lag nicht direkt in der Lava. Jedenfalls bis zum großen Bersten. Richtig, ich habe das Ding gesperrt. Ups, schlag die Schlösser einfach mit deinen Fleischklöpsen weg. Das ist mondisch. Für Hände. Das wird morgen früh ein bisschen wehtun. Toll, toll. Nur wie so ein Viech, ey. Mann! Ugh!
So, hier. Victor. Ach, da oben. Könntest du auch diese Schurken für mich killen? Hab keine Lust, wieder zerfetzt zu werden. Welche Schurken? Waffe. Voila, ein Auskit. Gut zum Atmen, für Doppelsprünge und zum Zerquetschen von Gegnern. Also, zum Dank, dass ich dir das Leben gerettet habe, wirst du ein anderes Leben beenden. Dein Opfer heißt Deadlift. Er ist in der Nähe und er ist ein Arsch. Und er hat was, das ich brauche, um dich nach Concordia zu bringen. Aber noch Raketenwerfer gehabt. Deadlift führt ein paar Scavengers, Scavs an, die immer die alte Dahlmine geplündert haben. Colonel Sarpedon hat sie eingesperrt, aber sie sind entwischt, als Dahls Grabungen den Mond aufgeknackt haben. Warte, ihr Name ist Sarpedon? Jedenfalls, er hat den Digistruck-Schlüssel für meine Sumi-Stationen. Wenn du ihn killst, ist der Weg nach Concordia frei. Und ich freue mich. Klare Win-Win-Situation. Okay. Klare Win-Win. Gut. Okay, wo sollen wir hin? Jetzt will ich erstmal hier gucken. Vorsicht, keine Atmosphäre. Ja, so macht's doch Spaß hier. Oh, was bist du denn für ein Großer? Ups. Falls du mich suchst, ich bin in meinem Camp. Okay. Falls ich sie suchen tue, sie ist im Camp. Thank you.
ist er doch. Du musst mir dabei helfen. Poster zu entwerfen. Was? Hörst du schlecht? Nochmal. Du musst mir helfen, Motivationsposter zu entwerfen. Ich kann dir auch eine Zeichnung machen, wenn es sein muss. Die Dinger sind der absolute Renner und die Katzenposter sind schon ausverkauft. Geh zu einem meiner Sprungpads. Poster. Ich verstehe. Was? Voll abgedreht. Ein Bug. Ein Dollarzeichen, das ist ein Automatenzeichen, das ist H2O. Da sind Punkte. Ich denke mal, die soll ich ausschalten oder mich dahin bewegen. Gucken wir uns das doch mal an. Der oben hier ist mehr dran. Gehen wir erstmal hier oben hin. Entdecken. Okay. Oh jetzt langsam sehe ich durch. Aber da muss ich hin.
Okay, ich bin tot. Ja, Alina und Alina ist nicht toll. Alina macht zwar Spaß, aber ist nicht so. Also das ist echt für Koop ausgelegt. Aber ich würde sagen, ich suche mir jetzt erstmal eine schöne Ecke. Und dann machen wir hier mal schön... So, hier sehen wir doch was Schönes. So. Machen wir jetzt hier schön mal unsere Bewertung. Also, mein Fazit, meine Meinung. So. Wo fange ich an? Grafik finde ich toll. Also finde ich schön, ich mag diesen gezeichneten Stil, der so gezeichnet wirkt. Der so ein bisschen überspitz gezeichnet ist. Bei sowas wie Borderlands ist es total toll. Die Steuerung ist für mich eindeutig zu weich. Jetzt, wo ich sie um die Hälfte runtergestuft habe, jetzt komme ich damit ein bisschen besser klar. Ich kann ein bisschen besser zielen, kann links, rechts. Für den einen oder anderen Shooter-Spieler, denke ich mal, würde das ideal sein. Und weil die war ja von Anfang an in der Mitte, die Steuerung, also die Empfindlichkeit. Man kann sie ja noch empfindlicher machen. Und die wirklich Ahnung vom Shooter-Spielen haben, was ich jetzt nicht bin oder auch nicht habe, na doch, durch... Na egal. Und... Aber nicht so extrem. Für die ist es... Denke ich mal toll, wenn die da butterweich machen. Denke ich mal, werden einige machen und dann links, rechts, hoch, runter. Also das ist jetzt nicht meins. Ich brauche halt ein bisschen härtere Steuerung. Aber selbst das ist machbar. Habt ihr gesehen, ich habe runtergestuft. Die Story so an sich finde ich hier schon mal richtig klasse. Ich finde die Kommentare geil. Die Musik ist geil. Die Hintergrundstory ist geil. Die Charaktere kommen hier cool rüber. Die haben Pfeffer. Die haben Pfeffer, die haben Biss. Ja, und nicht nur so, schön dich hier zu sehen. Lass uns mal dahin gehen und das machen. Finde ich toll. Auch mit diesen, mit dem Bart und... Also finde ich toll. Das ist wirklich mal... Aber ich muss sagen, so alleine rumlaufen hier ist jetzt... Geht... Bin aber eher der Meinung, dass das Spiel, weil es ja für Koop auch ist, eigentlich wirklich nur richtig Spaß machen kann im Koop. Mit zu zweit, zu dritt, zu viert, das ist euch überlassen. Aber ich finde, so richtig Feeling kommt erst im Koop auf. Da kann man sich austauschen, ich gehe nach links, du gehst nach rechts, pass auf, der kommt. Man kann sich ein bisschen besser absprechen. Was jetzt, wenn ich alleine spiele, ja nicht möglich ist, weil ich alleine bin. Aber sonst finde ich das schon mal ein schönes Spiel. Ich werde mir auch das andere Borderlands angucken, was da noch mit drauf ist. Also richtig Borderlands 2. Aber da gab es ja schon so viele und da habe ich gedacht, ich fange jetzt erstmal mit dem an. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr Borderlands 2 schon gespielt habt und damit Erfahrung habt. Postet mal in die Videokommentare, wie euch die Steuerung gefallen hat, wie euch die Story gefallen hat, wie euch die Charakter gefallen haben. Aber bitte spoilert nicht zu viel von der Story, weil es gibt ja noch einige, die Borderlands 2 nicht gespielt haben und da nicht gespoilert werden wollen, so wie eigentlich ich. So, die erste so Stunde, dreiviertel Stunde ist okay. Und danach will ich davon eigentlich nicht wissen, weil dann will ich selber spielen. Aber das war's jetzt für mich auch. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.